Herr Lien, welche Verbindung haben Sie noch nach München? Welche Erinnerung haben Sie noch an die Löwen? Ja, ich muss ein bisschen länger überlegen. Ich bin auch schon ein bisschen älter. Also ich bin zwar über 60, aber die Erinnerungen sind noch da. Ist auch noch nicht so lange her. Also das war ein sehr intensives Jahr damals dort und ich habe sehr, sehr viele positive Erinnerungen. Wenn ich im Streit weggegangen bin, ich bin auf eigenen Wunsch dann weggegangen, weil ich eben mich verändern wollte und die Situation halt sehr schwer war, wie sich das jetzt in den letzten Jahren halt auch gezeigt hat. Immer finanzielle Probleme, immer mit der Notwendigkeit, die wichtigsten Spieler abzugeben. 1860 ist ein erstklassiger Ausbildungsverein, das beweisen sie seit langen Jahren. Wenn man durch die Bundesliga schaut, dann kann man mindestens zwei komplette aktive Bundesligamannschaften zusammenstellen, die teilweise eben auch spielen oder gespielt haben über lange Zeit. Und das ist eigentlich bei den ganzen finanziellen Problemen, die sie haben, ein erstklassiges Aushängeschild für einen Ausbildungsverein.